Mutter Ivana Knoll wurde am 16. September 1992 in der deutschen Stadt Frankfurt geboren. Als das Mädchen 7 Jahre alt war, zog die Familie nach Zagreb. Ausgangspunkt der Karriere von Ivana Knoll war ein Sieg bei einem Schönheitswettbewerb. Das Mädchen wurde das erste bei Miss Kroatia 2016. Nach der Veranstaltung begann die Modelkarriere der Finalistin des Wettbewerbs. Das heißt, Ivana wurde bei vielen Fachveranstaltungen auf der ganzen Welt begehrt. Darüber hinaus begann das Model seit dem Frühjahr 2013, erfolgreich einen Account auf Instagram zu bewerben. Auf der Seite veröffentlicht das Mädchen regelmäßig Berichte von Reisen, teilt mit, was im Leben passiert, und kommuniziert einfach mit Fans. Natürlich postet er Bilder. Eine merkliche Steigerung der Popularität von Ivana Knoll ist mit Polydance verbunden. Auch den Bauchtanz beherrschte das Mädchen gut. Die Zahl der Abonnenten begann viel schneller zu wachsen. Bald gab es mehr als 400.000 Fans. Die erste Meisterschaft, bei der Ivana in den Farben der Nationalflagge auftrat, fand 2018 statt. Das Mädchen wiederholte den Trick im Herbst 2022 erneut, wo sie den Titel des heißesten Fans der kroatischen Mannschaft gewann. Das Modell hat es geschafft, sich unabhängig von den Verhaltensregeln in einem muslimischen Land in seiner ganzen Pracht zu zeigen. Der extravagante Fan fand es möglich, die Spieler ihres Landes in Unterwäsche anzufeuern. Diese Unterwäsche ist in den Farben der Nationalflagge gefertigt. Die Medien verbreiteten die Neuigkeiten über das Model aus Kroatien, als sie im Stadion von Katar in Unterwäsche erschien, die der Nationalflagge ihres Heimatlandes nachempfunden war. Zu den Vorwürfen des Gastgebers äußert das Mädchen gegenseitige Unzufriedenheit. Laut Knoll ist die WM unangemessen organisiert. Sie empfahl den Besitzern, sie weniger anzustarren und ihre Pflichten besser zu erfüllen. Megafan vertritt ihr Land auf der ganzen Welt. Die Presse schreibt, dass lokale Scheichs nicht abgeneigt sind, mit der Schönheit privat zu sprechen. Der Star selbst hat eine scharf negative Einstellung zu einer solchen Manifestation der Aufmerksamkeit. Für Ivana zählen nur echte Gefühle. Außerdem kümmert sich der Promi nicht um Geld. Knoll liebt frivole Outfits. Auch die Sittenpolizei äußerte Unzufriedenheit, fast festgenommen. Inzwischen hielten sie es für möglich, mit einer strikten Verwarnung auszukommen. Auch danach wurden die Outfits des Models nicht bescheidener. Alles geht weiter wie bisher. Die Instagram-Seite des Models ist vollgestopft mit Bildern ganz in aufreizender Kleidung. Viele Bilder in Badeanzügen und Unterwäsche. Richtig, Ivana hat den Zugriff auf das Konto eingeschränkt. Es gibt Informationen aus den Medien, dass die Gastgeber der Meisterschaft nach einer Gelegenheit suchen, ein skandalöses Modell aus dem Land auszustellen. Der Grund ist leichtfertiges Verhalten, unangemessene Outfits. Auf den Seiten der sozialen Netzwerke balanciert das Model übrigens auch am Rande, aber die Hater konnten so etwas nicht finden, dass es möglich war, die Seite zu sperren. Ivan hat es nicht eilig, über sein Privatleben zu sprechen. Gleichzeitig positioniert er sich als Mensch, für den es keine Grenzen gibt. Jetzt kann sich das Star-Model alles leisten, aber sie hat alles alleine erreicht, ohne die Hilfe von Sponsoren. Außerdem hat das Mädchen noch viel Zeit, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Er hat nicht vor, mit dem Modeln aufzuhören. Übrigens könnte das Verhalten bei der WM 2022 die Nachfrage nach einem Prominenten sogar noch steigern. Ivana wurde zum vielleicht heißesten Fan der WM 2022 gekürt. Schreibe in die Kommentare, von wem du die nächste Geschichte hören möchtest. Abonniere den Kanal, hier wird über Sport gesprochen.